Wir gehen nochmal weiter, Luca, denn wir haben ja noch weitere Sachen in der Zukunft. Was steht diese Woche noch an Earnings Genau, an? es sieht so ein bisschen dünner an der Earnings-Front an oder beziehungsweise aus dem Unternehmenssektor. Wir sehen Nike als großen Sporthersteller, dann sehen wir Levi's, ja, bekannt für die Jeans, aber generell ein Bekleidungsunternehmen, Paycheck, Outsourcing von ja, Human Resource Dienstleistungen und McCornick, ein bisschen spezielleres Unternehmen, ist auch im S&P gelistet, die Marktführer sind oder im globalen Markt auch für Gewürze und Soßen. Lass uns aber vielleicht mal reinblicken in ein paar Earnings. Zudem muss noch gesagt sein, nächste Woche geht es wieder richtig los mit der neuen Earnings-Season, mit den Q3-Zahlen, beginnen mit den Banken, Kreditinstituten und generell Genau, also Zahlungsabwicklern. nächste Woche ist wieder Start, Genau, für alle, nächste denen es Woche schon so geht es wieder langweilig los. ist. Genau, fangen wir einmal an mit Nike. Wahrscheinlich die spannendste Earning. Da geht es auch um die China-Thematik. Große Umsätze werden in China erzielt. Kann die Konjunktur da angetrieben werden durch diesen Stimulus? Gibt es wieder mehr Binnenkonsum, aber generell ist auch die globale Wirtschaft wieder stärker. Zuletzt konnte man natürlich die großen Lagerbestände abbauen durch Preissenkungen, was so ein bisschen auf den Umsatz gedrückt hat und auch auf den Ausblick für das Geschäftsjahr. Das werden wir sehen. Genau, man kann ganz grundsätzlich zwei Sachen festhalten. Der alte CEO ist wieder da. Das hat ja der letzten Euphorie geführt. Muss natürlich sich am Ende auch manifestieren. Wir haben jetzt das China-Thema. Bessere Konjunktur in China dauert natürlich, bis sie sich durchsetzt. Wird vielleicht nicht in den letzten Quartalszahlen zu sehen sein. Ist aber ein positiver Fakt für das Unternehmen. Mal gucken, was dazu gesagt wird. Rein charttechnisch kann man sagen, haben wir ein positives Momentum. Wir haben so eine W-Formation. Man sieht ja auch ja, so eine Flagge, die nach oben zeigt. Das heißt, das ist grundsätzlich ein positiver Fakt. Jetzt gilt es quasi, diese Linie hier zu durchbrechen. Also ungefähr bei der 90er-Schwelle. Wir haben noch den gleitenden Durchschnitt. Aber wenn das gelingt und die Quartalszahlen vielleicht mal ganz gut sind, ist hier durchaus wieder Potenzial für höhere Kurse, wie wir es bei Nike auch gewohnt sind. Wie sieht es bei Paychex aus? Genau, Paychex, wie ich gerade angekündigt habe, ist ein Outsourcing-Dienstleister für Human Resource-Dienstleistungen, speziell Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und man sieht es auch in der Überschrift, trotz diesen wirtschaftlichen Unsicherheiten, gerade in den USA, trotzdem relativ resilient geblieben. Unternehmen fragen weiterhin deren Dienstleistungen nach, Gehalt- und Lohnabrechnung, also egal ob sinkende Wirtschaft oder steigende ist, wird immer quasi nachgefragt. Und das sieht man auch schön ganz gut am Kurs. Ja, also man sieht, wir haben uns hier stabilisiert, wir haben den Kurs auch hier nach oben durchbrochen. Auch wir wieder Erwartung, dass das Momentum vielleicht wieder besser wird. Hier geht es auch wieder um die kleineren und mittleren Unternehmen, die wieder von dem besseren Wirtschaftsumfeld oder günstigeren Investitionsumfeld auch profitieren würden. Also Paychex könnte zumindest ein Kandidat sein. Jetzt geht es nochmal um das Thema Gewürze, Soßen. Genau, Gewürze, Soßen, Marktführer in dem Segment. Da hat das Unternehmen zuletzt profitiert, dadurch, dass ja, über die letzten Jahre wir extrem hohe Inflationsraten gesehen haben, auch wenn sie jetzt ein bisschen runtergekommen sind, primär auch durch die Lebensmittelpreise, dass die Leute weniger essen gehen. Und natürlich ein großes Kernsegment ist die Restaurants- oder Gastronomiekette, was natürlich ein bisschen so abgeflacht ist, aber was dadurch natürlich deutlich stärker war, war der At-Home-Konsum, also zu Hause, wenn man selber kocht und natürlich Soßen und Gewürze braucht. Hat man da starkes Wachstum verzeichnet? Generell muss man sagen, ist relativ viel Momentum, Volatilität in der Aktie, aber das gehen wir nochmal genauer drauf ein. Ja, man kann ganz grundsätzlich sagen, haben wir hier übergreifend so eine schöne W-Formation. Wir haben jetzt hier diesen ja quasi 80er Widerstand, der uns ein bisschen im Weg steht. Das Konsumverhalten war zuletzt wieder positiv. Luca hat es angesprochen. Wir haben Walmart gehabt, wir haben Costco, die zwar zuletzt keine so überragenden Zahlen geliefert haben, aber sie waren ja durchaus wieder positiv. Und das Konsumverhalten ist eigentlich ziemlich stabil. Und McCormick ist da halt jemand, der wieder von einem positiven Trend hier profitieren könnte. Es wird mehr gegessen, es wird mehr rausgekommen, die Inflation ist nicht mehr so stark. Das heißt, das Trendumfeld könnte positiv sein. Es gibt aber doch einiges an Gegendruck. Wir haben das hier gesehen. Es gibt auch schon durchaus W-Formationen, die es am Ende nicht geschafft haben. Das Hoch ist noch eine ganze Ecke entfernt und es ist, muss man auch sagen, einfach ein kleinerer Titel. Kommen wir noch zu den Wirtschaftsterminen. Wir haben es angesprochen, Golden Week in China. Das heißt, heute die Börsen zu, auch der Hang Seng zu oder die Hongkonger Börse zu. Für den Rest der Woche dann die chinesischen Festlandbörsen geschlossen. Ansonsten gibt es noch Inflationsraten, Einkaufsmanager-Indizes, natürlich Arbeitslosenquoten am Ende der Woche. Bei uns ist auch nochmal Feiertag am Donnerstag. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, die Börsen sind weiter offen, also es kann weiterhin gehandelt werden. Das heißt, hier gibt es keine Pause.
Wenn wir in unsere Woche schauen, dann gibt es eine Pause, denn wir sind am Donnerstag hier nicht vor Ort. Das heißt, alles wird auf die nächste Woche verschoben. Wir sehen uns dann in diesem Format wieder am nächsten Dienstag. Allerdings, ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, morgen natürlich unser großer Investmenttag. Auch da geht es natürlich um das Thema Investments. Wir werden sprechen, wir werden über das Thema US-Wahlen zum Beispiel auch sprechen. Wie geht es weiter? Wo geht es hin? Was kann man dort alles machen? Ich freue mich sehr auf den morgigen Tag mit unseren Referenten. Vielen Dank, Luca. Vielen Bis Dank, dahin. Dustin. Bis Tschüss. dann. Ciao.